So, und da sind wir auch wieder. Was? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch studiert. Suspekt. Okay, Vater, mach das. So, okay. Noch mal ein bisschen Kohle abbauen hier und dann würde ich mal sagen, begeben wir uns mal auf den Weg ein bisschen Dschungel abforschen. Erforschen. Wie gesagt, ich habe nämlich auch noch vor, ein bisschen Kakao zu sammeln. Dann können wir uns nämlich mit dem Getreide schöne Kekse backen. Also, backen ist natürlich hier bei Mineclone immer so eine Sache. Das ist ja nicht wirklich ein Backen, das ist ja einfach nur zusammenlegen. Was ich persönlich ein bisschen schade finde. Da fand ich die Idee von dem Vanilla-Mine-Test definitiv besser. Dass man halt das Getreide wirklich praktisch aus dem Getreide macht man dann nicht direkt ein Brot, sondern halt Mehl. Und das muss man dann halt in die Mikrowelle schmeißen oder halt hier in den Ofen. Und ja, komm. Hat denn praktisch erst Brot? Oha, alter Schwede. Gibt es hier eigentlich Diamanten oder sowas? Nee, ne? Nur Eisen. Schade eigentlich. Oha, ein bisschen Redstone. Na gut, Redstone, damit können wir jetzt erstmal überhaupt nicht gebrauchen. Ich meine, ich kenne mich zwar schon so ein bisschen mit Redstone aus, aber ne. Das sind so Sachen, von denen lasse ich lieber die Finger weg. Ich meine, ich finde die Idee von Redstone cool an sich, weil man halt damit so Sachen halt ein bisschen, ja, modern machen kann. Also gerade was jetzt so angeht wie irgendwelche Schalter, womit man irgendwelche Sachen steuern kann. Naja, der gute Zahlenmeister stimmt irgendwie ganz schön häufig. Kommst du mal bitte her? Fehlt jetzt nur noch das Haar? Fehlt jetzt nur noch, dass der, ja, weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Was soll ich denn gerade sagen? Überlegen, überlegen. Und da bist du gleich ins Lava stürzen hier. So, na komm. Wo war noch Gold? Hier war doch noch irgendwo Gold. Was schreibt die Dame? Direkt mal einen Kürbis anziehen. Der spart vorhin auch schon wegen einem Enderman. Ah ja. Das habe ich ja geschrieben. Sollte Starb heißen, ne? Wie Sparb. Okay, dann sind die ja abge. Nice. Ja, so kann man es auch sehen. Einfach mal so Köder auslegen. Ist durchaus auch mal eine praktikable Methode, dass jetzt, wenn man jetzt mal hier so im Team spielt, praktisch einer mit einem leeren Inventar vorgeht und praktisch so ein paar Monster auf sich zieht. So powered by, wenn der stirbt, ist es nicht ganz so schlimm. Der Spawnpoint ist nicht weit. Digga, wie viel Eisen hier? Nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir mal richtig. Können wir die Höhle auch bald wieder verlassen? Wie gesagt, spätestens in der nächsten Folge werde ich dann mich auf jeden Fall losmachen. Ja, sag schon. Patchfall, Illegal Memory Access. Genau, zum Dschungel. Und ja. Können wir mal wieder ein bisschen rumwandern.
weiß gar nicht, ein Boot? Ja doch, haben wir, genau. Habe ich hier auch sogar schon unten in der Leiste drin. Ne? Bringt mir natürlich in der Höhle recht viel. Ne? Da kannst du dann so durch die Lava schwimmen. Na komm, hoch jetzt. Ja, das gibt's doch gar nicht. Oh, hier war das mit dem anderen Gold. Okay, da okay. Relativ weit vom Lava entfernt, zum Glück. Trotzdem wollen wir hier mal nichts riskieren. Komm mal her. Danke. Oha. Vor allem müssen wir aufpassen, dass hier nicht aus der Wand noch Lava rauskommt. Das kann nämlich gut und gerne mal passieren. Und dann sind wir angearscht. Digga, da geht's doch noch weiter. Lol. Okay. Wir baggern uns hier mal ganz kurz ein bisschen so. Komm, du kommst mal weg hier. Du auch. Du auch. Was mache ich eigentlich gerade? Egal. Wir baggern uns mal ganz kurz hier an dem Lava dran vorbei. Vielleicht finden wir doch noch ein bisschen Diamanten. Hab ja alles dabei, was wir so zum Abtragen brauchen. Aber Gott, ich baue so ungern im Lava, in Lava-Nähe ab. Oh. Oh Gott. Ich sollte die Kohle einfach liegen lassen. Einfach liegen lassen. Oh, dieses komische, wie heißt das? Lapis Lazuli oder so ein Scheiß. Oh, wir haben ja das Ding da on. Lapis. Ja gut, dann halt nicht Lapis Lazuli. Ich trau mich nicht, die Scheiße hier nicht abzubauen. Ja, yeah. Gut. Einmal Kohle ist jetzt halt gerade versteckt. Bisschen blöd gelaufen, aber gut. Hauptsache wir überleben hier. Nein! Achso, ich dachte gerade schon, das war meine Eisenhacke. Dann sind wir abgelenkt. Wir, Ronny, haha, Zeit abgelaufen. Ha. Ich hab da so ein Gefühl. Join the game. Du hast noch Gefühle für mich? Yay. Mal fragen, was sie meint. Gut, hier oben sieht es relativ safe aus. Oh, Eisen! Wie schreibe ich denn? Warum schreibe ich bitte schon was mit 2F, mit 2W? Schon doch schon zu Ende zu sein. Das muss ich erst noch prüfen, wenn es wieder regnet. Oh. Die kleine nette Dame macht Performance Benchmarks. Ist sehr interessant. Ich glaube, sie wird noch Profi-Programmiererin. Boah, das war gerade knapp. Hätte doch in die Lava fallen können. Digga! Kriegst ja Muffelsausen, wenn er dich hier mit einem Lava irgendwie mal wieder ein bisschen gerade spawnen möchte. Ganz schön dunkel hier. So, komme ich hier lang? Sieht eigentlich gut aus. Na komm, danke. So, haben wir doch gut geschafft. Haben wir uns einmal praktisch komplett von vorne bis hinten. Wo sind wir denn hier jetzt? Lol, wir haben uns hier einmal durchgegraben. Okay, das ist nice. Das gefällt mir, doch. Ja, das kann man so lassen. Oha, Ronny, dünnes Eis hier.
echt dünnes Eis. Passt auf. So, damit haben wir da schon mal das Ganze abgebaut. Da oben, da oben haben wir noch Eisen. Danke. Danke. So, Gold haben wir auch soweit abgebaut. Da musste erst noch prüfen, wenn es überhaupt nicht, aber wenn mich nicht täuscht, läuft es stabiler jetzt, wo der Tag 24 Stunden hat. Weil es gibt ja Regen vorhin und ich konnte trotzdem arbeiten. Oh, ja, übrigens, habe ich wieder abgeschaltet. Ich hatte zwischendurch, ich hatte am Anfang gesagt, dass hier die Zeit stillsteht auf dem Server und zwischenzeitlich hatte ich aber mal, um doch so wieder ein bisschen Schwung reinzubringen, hatte ich doch die Zeit wieder aktiviert, habe aber auf Echtzeit gestellt, halt also die Timespeed habe ich auf 1 gesetzt. Allerdings hat das überhaupt nicht funktioniert. Die Zeit ist andauernd gesprungen. Also die Zeit lief in Echtzeit ab, ja, aber wenn keiner on war, ist sie gesprungen. Deswegen habe ich jetzt wieder deaktiviert, muss ich ihr aber noch sagen. So, haben wir jetzt hier noch was wir abbauen könnten? So, hier haben wir erstmal alles. Mal gucken, ob es noch weitergeht. Da hinten ist ja noch ganz schön viel dunkel. Da haben wir noch gar nicht viel erforscht. So, in die Richtung haben wir auch schon geguckt. Gucken wir mal hier weiter. Oha, aha, wieder ein bisschen Eisen gefunden. So schnell kann das passieren. Kommen die Bomben am besten mal gleich ab, bevor wir dann nachher wieder suchen. Okay. Einmal ruft er mit dir. Siehst du, ich kann sie eigentlich mal fragen, ob sie auch meine Double Let's Plays eigentlich schaut. So, komme ich da hoch? Ja, komm mal hier. Noch 16 Fackeln. Ist ja nicht mehr so pralle hier. Doch nicht da, Mann. Da oben bitte. Alles andere wäre ja wow. Kohle. Na komm, du Kleine. Darauf und jetzt darauf und... Ja gut, okay, so geht auch. Alter, ist ja schon viel Kohle. Was ist hier los? Dort ist auch Kohle. Die ganze Kohle können wir eigentlich erstmal hier lassen. Die abzubauen wäre sowieso ganz schön schwer. Beziehungsweise die vier Dinger, die baue ich mal ganz kurz ab. Ich bin ja gerade sowieso hier. Alles andere wäre ein bisschen sinnfrei. Das ist blutig. Ja, auch an meine Zuschauer, die Doom-Let's Plays sind natürlich ab 18. Ich meine, dürften ja die bereits Doom geguckt haben, ja bereits wissen, dass Doom jetzt nicht gerade das familienfreundlichste Spiel ist. Außer die ganze Familie steht auf sowas, dann natürlich schon. So, muss ich gucken, dass ich mir nicht den Weg verbaue. Ich klatsche hier mal kurz ein paar Steine hin. Ich klatsche mir gerne ein paar Steine in den Weg. Ich habe damit gleich wieder einen Slot frei bekommen. Fällt mir gerade auf. Na, komm. Ich frage mich, wo wir hier hinkommen werden.
Und da unten sind wir wieder auf Lava-Niveau. So. Hoffentlich auch endlich mal mit Diamanten oder sowas. Ne? Also langsam hätte ich doch schon ein bisschen gerne mal Diamanten. Wow. Oh Gott, der geht auch noch weiter. Ach, der doch nicht. Sah nur so aus. Na komm. Ihr kommt bitte mal kurz her. Ja, die Einfältigkeit von Menschen ist teilweise unerkundbar. Das war mir auch schon aufgefallen. Auch schon wieder so ein. Oh Gott, Alter, ist ja hier. Mordsgefährlich. Einmal Gold, einmal Eisen. Da unten ist auch nochmal einmal Eisen. Ist nicht gerade das, wofür man jetzt Leute umbringen sollte. Ich habe Angst. War denn das? Ja, genau. Ich sterbe gleich. Moment mal. Was? Hä? Lol, die Q-Taste ist auch unsichtbar. Okay, warte mal ganz kurz, Leute. Ich muss mir mal kurz ganz kurz ein Recht klauen. Wie ging das? Revoke, was bestimmt. Revoke. Hey ho, Gott sind wir alle froh. Wo denn jetzt schon wieder? Hallo? Revoke. Genau, das brauche ich. Und zwar, ich warte mal ganz kurz, so hier. Muss ich mir diesen Privileg hier, den muss ich mir nehmen. Der ist nämlich dazu da, das habe ich bei meinem Account, wenn ich praktisch mittels meinem Walker-Account, wenn ich da nicht spiele, sondern praktisch einfach nur die Welt betrachte, in die Beine, wenn ich was anderes mache, dann bin ich halt unsichtbar, weil dann spiele ich halt nicht aktiv mit, sondern lasse ihn halt nur so nebenbei laufen. Und ja, bin praktisch ein Beobachter. Und genau dafür brauche ich diese Mod, mittels diesen Rechte Kack-Gedöns. Aber irgendwie. Ach so, ja, okay. Hast ja recht. Ronix. Danke. So, jetzt sollte das nicht mehr funktionieren. Ah, schon besser. Schon besser. Gut. Was schreibt die? Ach ja, ich habe mein Minecraft nicht überwein laufen und nie abstürze. Mal alles. Mal als Ehrenrettung gesagt. Tropfen ist ja aber.
So, erstmal wieder richtige Kamera hier benutzen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Danke. Nicht runterfallen. Oh Gott, hier schon wieder. Gefährliches Gebiet. Oha. Oh Gott. Das wird sowas von schief gehen. Ja! Digga! Das war ja besser als die Polizei erlaubt. So, dann erstmal hier ein bisschen abkloppen, damit ich hier lang laufen kann. Dankeschön. So, und jetzt wieder hoch. Frage ist nur wo und wie. Einmal da hoch, einmal da, einmal da, einmal da, so, da. Dann gehen wir nämlich wieder langsam zurück. Dann werde ich dann mit der Aufnahme dann auch bald mal enden. Wir sollten übrigens mal was essen. Fällt mir gerade auf. Habe ich hier noch ein bisschen was? Nein? Gut, dann verdrücken wir hier von außen. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Werde ich jetzt letztlich auch langsam mal pausieren. Also die Folge jetzt. Komm. Kommst du? Kommst du? Wow. Wirklich. Also ich habe ja nun beides, Mytest und Mycron. Und jedes Mal, wenn ich Mytest starte, nachdem ich Mycron anhatte, kommt mir vor, als wenn er spielt durch die Ecken. So, mal wieder rumschwafeln hier. Das hält die Stimmung frisch. So, wisst ihr was? Wir können eigentlich mal die Pilze. Nee. Wir haben von beiden Pilzsorten haben wir jeweils ein Stack. Von daher. Ich wollte Feierabend machen. Weg hier. Raus, raus, raus. Komm. Einmal hoch, einmal hoch, einmal hoch. Ja, perfekt. Jawohl. Und auch nicht. Komm, komm. Ha. Hi, hu. Jackie Chan, Zwei-Finger-Kampftechnik. Aber Microsoft hat es ja erkannt und macht die ganze Windows-Minecraft-Sache ohne Java inzwischen. Darum denke ich mal, wird die PC-Version irgendwann im Müll landen. Ich weiß, aber ich wollte, dass du. So, jetzt müssen wir mal wieder nach Hause latschen. Da sehen wir schon die Treppe. Ja, und irgendwann werden wir uns mal auch dieses Stück hier vornehmen. Und dann haben wir die gesamte Höhle erschlossen. Haha. Steine brauchen wir gar nicht. Kann eigentlich alles hier erstmal rinnen. So, wir haben gebraucht das hier. Backen wir uns mal eins Dach, du. Wow! Lol! Nice, das gefällt mir. Was? Ich hätte das Eisen gar nicht rausgepackt. Oh. Ich dachte, ich hätte das Eisen, was wir bereits hatten, hier gelassen. Nice. Na gut, dann haben wir jetzt also insgesamt fast das Deck. War eigentlich nochmal der Befehl, um diese Nachrichten zu schicken, wie sie es gemacht hat gerade. Protect, la 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 la.
Na gut. Ist ja auch egal. Okay. Fertig? Fertig. So, dann können wir uns jetzt hier raus. Apfel. Ach, übrigens, Apfel. Ja. Die nette Uri, die hat mal einen Apfel gehabt und hat mir das so geschrieben. Und da meinte ich so mit, oh mein Gott, darfst du nicht essen? Und dann meinte sie aber nur so mit, ja, ist schon zu spät. Weil darauf hinaus mit, ja, im Paradies hat er dieser eine nette Herr da Apfel gegessen, wurde dann aus dem netten Paradies verbannt. Und daraufhin habe ich sie dann praktisch kurzzeitig vom Server verbannt. Fand sie gar nicht so lustig. Hat sie natürlich auch kurzer Zeit später wieder natürlich wieder reingeholt, klar. War ja nur so als Witz gemeint. Wir haben bereits 8 Eisen. Ah! Okay, haben wir also dann doch mehr als ein Stack. Nice. Nice. Wir haben genau ein Stack und ein Stück. Fuck. Warum ist immer eins zu viel? Kann mir das irgendjemand sagen? Hm? Immer genau eins? Finde ich nicht nett. Gar nicht. Dann bauen wir uns am besten gleich mal um die Schalila Lulala. Genau, jeweils ein Stack. Brauchen wir also erstmal nichts mehr. Ja, wenn wir uns erstmal wieder eine Eisenschippe bauen, können wir sowieso gebrauchen. Eine Schippe kann man immer mal gut ja, schippen. Oder so ähnlich. Dann haben wir jetzt genau ein Stack Eisen. Rüstung haben wir ja, soweit ich weiß, schon aus Eisen. Wie sagen wir jetzt eine Eisenrüstung? Wann hat die gegeben? Ach nee, stimmt, jetzt ist ja schon, als ich mit dem Let's Play angefangen hatte. Ja, ja. Ja, weil wie gesagt, der Charakter Ronix, der existiert ja bereits schon vor dem Let's Play. Weil es ja auch wie gesagt mein privater war, wenn ich halt nicht als Administrator spielen wollte, sondern halt einfach so spielen wollte. Und dementsprechend habe ich halt den Charakter jetzt übernommen. Das Inventar war zwar nahezu leer, aber halt, ich hatte halt schon eine Eisenrüstung. Deswegen meine Eisenrüstung. Wobei ich sagen muss, geht nicht. Beim Mindtest kann man glaube ich auch Screenshots machen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, welche Taste das war. F11 oder F12 oder sowas, aber hier steht irgendwie gar nichts dran, ne? Muss man ganz kurz gucken. Ah, doch, F12, genau. Lalalalala. Wow, 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 what the fuck? Ja gut. Wir haben mittlerweile... Ach komm, ich schmeiß die Kacke mal raus und dann höre ich mit dem Let's Play auch mal auf. Und dann, wie gesagt, in der nächsten Folge gehen wir denn Dschungel. Genau, Dschungel die Dschungel. So, perfekt, perfekt. Da, was? Achso, ja, komm, hier, Feierabend. So, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V.